Also mit seinen Aasfressern, aber der ist jetzt auch schon weg. Und hier haben wir definitiv alles abgegrast. Ja. Gucken wir einfach mal, ob er uns einen der Titanite abnimmt, die wir haben. Ich glaube, wenn wir hier hochgehen, kommen wir sogar ziemlich nah an ihm raus. Ja, wie fast. Der war hier in dem Bereich. Wie ihr wünscht. Ja, hier nämlich in der funkelnden Klinge müssten wir den treffen. Ja. Ihr braucht nur da zu ist fragen. Er sie. Der Titanit, da bist du wirklich mehr als du zu sein, Scheiße. Eines Tages musst du weiter durch den Schlamm und Schmutz dieses Ortes reisen, denn das wird dir genauso viel oder mehr verraten, als die ganze sagenumwobene Kerzenburg. Genau wie du, so ist auch diese Stadt mehr als sie zu sein scheint. Es gibt Städte unter Städten, Träume hinter Träumen, die Vergangenheit, die unter der erdrückenden Last der Gegenwart begraben liegt. Geh jetzt, es wird die Zeit kommen, wenn du durch die Dunkelheit gehen musst, um ans Licht zu gelangen. Ich übergab Kapsel dem Seeler den Titanit, den er haben wollte. Und alles, was er mir sagte, war, dass meine Zukunft jenseits des Schlamms und Schmutzes von Baldur's Tor liege. Hör auf, in der Nase rumzubohren, du Altsweib. Ja, okay. War ich eigentlich hier oben? Ja, hier oben war ich schon. Aber es gibt noch eine Treppe nach oben, fällt mir gerade so auf. Ach ja, stimmt, das war der verbuggte Raum hier. Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie ihr wünscht. So, und dann kann ich auch das hier wieder ausmachen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, dann gehen wir zur flammenden Faust. Wie ihr wünscht. Er hier ist voll bepackt. Ups. Gut, dann bewegt euch mal. Ja, dann fehlt eigentlich nur noch der Eisenton hier. Gut, und der Hafenmeister, aber zu dem müssen wir eh später. Wie ihr wünscht. So, Scar. Ich stehe zu meinem Wort. Es freut mich, euch wiederzusehen. Wie ist es gelaufen? Wir haben erfahren, dass ein Ogre Magus, der sich in den Kadem verkrochen hatte, für die ganze Entführung verantwortlich war. Er hat mehrere Aaskriecher, die nachts durch die Straßen schlichen und zu viele Opfer verschleppten. Die Kriecher verwerten ihre unglücklichen Opfer als Futter und der Ogre nahm die Wertsachen an sich, die sie bei sich trugen. Ihr habt gute Arbeit geleistet und euch eure Premium-Fohle verdient. Habt ihr Gegenstände aus dem Besitz des Ogres mitgebracht? Ich bin sicher, dass sie den Angehörigen der Verstorbenen ein wenig Trost spenden können. Wir wissen mit Sicherheit, dass die Familie Sachenstar eine Tochter durch diese Kreaturen verloren hat. Sie besaß einen Siegelring mit einem Rubin. Ja, das haben wir. Hier ist er. Ich danke euch für eure Ehrlichkeit. Als Prämie für die Rückgabe des Rings erhaltet ihr 3000 Goldmünzen. Da das erledigt ist, brauche ich jetzt jemanden, der für mich Untersuchungen über den Eisenthron durchführt. Ich muss nur ein wenig Papierkram erledigen. Nach findet ihr mich vor der Kaserne der flammenden Faust. Wenn ihr über den Eisenthron sprechen wollt, könnt ihr mich dort treffen. Ja, sehr viel Gold. Vermisste Bürger, Scar und der Eisenthron. Vermisste Bürger, ich habe den Ogre Magus vernichtet, der hinter dem Verschwinden steckt und Scar die guten Neuigkeiten überbracht. Scar möchte gerne ein paar Worte mit mir wechseln. Es scheint etwas mit dem Eisenthron zu tun zu haben. Er hält sich derzeit vor der Kaserne der flammenden Faust auf. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, da ist Scar. Ich stehe zu meinem Wort.
Hallo Benno, ich habe einen Auftrag für euch. Es geht dabei um eine Gruppe, mit der ihr bereits zu tun hattet. Der Eisenthron. Großherzog Eltern möchte persönlich mit euch darüber sprechen. Kommt ihr mit uns? Natürlich kommen wir mit, vor allem wenn wir eine Audienz beim Großherzog haben. Folgt mir, ich führe euch zur Kaserne der Flammenden Faust. Der Großherzog erwartet euch schon. Ah. Ich stehe zu meinem Wort. Darf ich vorstellen, Großherzog Eltan, einer der Stadtfürsten, Kommandant der Flammende Faust und Mitglied des Fürstenbundes. Es freut mich, dass ihr gekommen seid. Ich weiß, dass eine solche Begegnung ungewöhnlich ist, doch die Umstände machen sie erforderlich. Erlaubt mir zunächst die Frage, was habt ihr mit jeder Handelsgesellschaft zu schaffen, die sich der Eisenthron nennt? Wir haben erfahren, dass sie in eine Verschwörung verwickelt sind, die die Stabilität eurer Stadt gefährdet. Soweit ihr weiß, habt ihr den Eisenthron ziemlich zu schaffen gemacht. Man hegt dort offenkundig einen starken Hass gegen euch. Und darum bin ich an euch interessiert. Ich bin von den jüngsten Aktivitäten des Throns unterrichtet, doch seine Absichten sind mir weiterhin schleierhaft. Meiner Auffassung nach ist es viel zu einfach, die Zentarim für die Überfälle auf die Karawanen und die Eisenknappheit verantwortlich zu machen. Zwar gibt es Hinweise in dieser Richtung, doch kann ich kein Motiv bei ihnen erkennen. Der Eisenthron hingegen profitiert allemal von dem, was vorgefallen ist. Derzeit gibt es vieles, was mir Sorgen bereitet. Insbesondere die wachsenden Spannungen zwischen unserer Stadt und dem Volk von Am. Leider sind mir die Hände gebunden. Solange die Missetaten des Eisenthrons nicht bewiesen sind, kann ich nichts gegen ihn unternehmen. Das ist der Grund, warum ich euch hab kommen lassen. Ich benötige eine kleine Anzahl von Spionen, die die Zentrale des Eisenthrons eindringen und dort nach Beweisen für dessen Verstrickung in die Überfälle auf die Karawanen suchen. Wenn ihr diese Aufgabe übernehmen wollt, sollt ihr für eure Mühen reich entlohnt werden. 2000 Goldmünzen sollt ihr bekommen, je nach Belieben unter euch aufteilen könnt. Wie lautet eure Antwort? Auf diese Aussicht haben wir keine Lust, tut uns leid. 2000 Goldmünzen betrachtet uns als engagiert, es wäre uns eine Ehre. Nehmen wir das zweite. Ein weiser Entschluss. Der Auftrag, den ich euch erteile, ist ein schwieriger, doch ich bin sicher, dass ihr alle Voraussetzungen dafür mitbringt. Sprecht wieder bei mir vor, wenn ihr genügend Beweise gegen den Eisenthron gesammelt habt. Wir sind so schnell wie möglich zurück. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wieder etwas reinzoomen, das macht's angenehmer. Was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Ja, Scar ist schon mal gegangen. Mit Vergnügen. Okay, das Schloss lässt sich nicht knacken. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gut, hier oben gibt's eh nichts Interessantes. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und hier sind überall nur Zellen. Also die Flammende Faust besteht hauptsächlich irgendwie aus Zellen. Helft mir, bitte. This way, good sir. Over here. Waren wir unten eigentlich schon? Ja, waren wir. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Over here. Ich diene der Flammenden Faust. So, okay. Dann gehen wir hier raus. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, der Eisenthron ist gleich eins weiter. Dann können wir aber doch erstmal zum Hafenmeister gehen und gucken, ob es da doch was gab noch. Sicher bin ich mir nämlich nicht mehr. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Na gut, hier ist der Eisenthron. Da ist das Gebäude des Hafenmeisters. Ja, wie ihr wünscht. Okay, hier drin ist nur der Hafenmeister und sonst nichts. Das ist ja eigentlich schnell. Ich fürchte, es kommen finstere Zeiten auf. Edda, was kann ich für euch tun? Wir untersuchen einige der seltsamen Vorgänge hier in Baldur's Thron. Dachten, der Hafenmeister müsste doch ziemlich gut Bescheid wissen, wo hier doch so viele Handelsschiffe
ein- und auslaufen. Jo, als der Hafenmeister kriegt man schön was mit. Was wollt ihr denn wissen? Erzählt mir uns, was ihr über die Eisenknappheit wisst. Die Eisenknappheit, hey, da kann ich nicht viel zu erzählen. Seitdem die Mine von Nashken im Prinzip geschlossen ist und die Räuberbanden einen Transport über Land unmöglich gemacht haben, ist Eisen zur Mangelware geworden. Seit neuestem ist der Eisenthron mit seiner Handelsflotte dabei, Eisen zu transportieren. Ist schon eigenartig, weil die Konkurrenz zu schlafen scheint. Sie überlassen dem Eisenthron einfach den ganzen Markt. Der Hafenmeister Sowell bringt der Eisenthron seit einer Weile mit seiner Handelsflotte Eisen in die Stadt. Ihr seid ein absonderliches Volk. Bin jetzt wirklich beschäftigt. Könntet ihr bitte später noch einmal vorbeikommen? Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen okay. Darum kümmern. Wie sehen eigentlich so meine Stats mittlerweile aus? Also Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Weisheit. Okay, Charisma habe ich sowieso gebufft. Ist ja schon ziemlich gestiegen. Aber ich kann ja mal kurz gucken. Charisma kriege ich durch den Nymphenumhang. Ist aber auch schon auf 90. Ich glaube, ich habe dann alle Bücher außer die Weisheitsbücher. Zeit für Plaudereien. Raus im Fort, Fließer kennt. Hier wird der Wahnsinn herrschen und ich ertrage es nicht länger. Wahnsinn in diesem vielgelobten Turm? Dass hier Böswilligkeit herrscht, dann zweifle ich nicht. Doch Wahnsinn niemals. Ihr wisst es also wirklich nicht. Der Wahnsinn brodelt um uns herum. Und um Sarivoks Gehilfen herum schäumt er über. Ich bin ein einfacher Händler, der für Geld einiges mitmacht, aber ich schwöre euch, das ist es nicht wert, an diesem Ort noch länger aufzuharren. Ihr wollt eine hübsche Summe, stimmt? Ich gebe euch die Möglichkeit, eure Seele zu reinigen. Ich zahle euch 150 Goldmünzen, wenn ihr mir alles erzählt, was ihr über diesen Ort wisst. Gewiss, wollt eine hübsche Summe, stimmt? Es wären 300 Goldmünzen genug, euch zum Bleiben zu bewegen und mir zu erzählen, was ihr über diesen Ort wisst? Vermutlich doch, ich kann und werde nicht lange bleiben. Die besagten Gehilfen sind bei Taldorn im 5. Stock zu finden. Es sind 6 und ihr Wahnsinn kommt paarweise. 2 Priester, 2 Magier, 2 abgehärtete Schlägertypen. Aber irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Wenn sie hier wären wegen des Geldes, würde ich mich mit ihnen nicht anlegen. Aber nein, sie würden sich nicht dazu herablassen, so menschlich zu sein. Da muss mehr dahinter stecken. Ein Geheimplan oder brrr. In diesem Moment kann ich hier einen verderblichen Blick auf mich spüren. Tut mir leid, aber selbst euer Mammon kann mich hier nicht länger halten. Untersuchung des Eisenthrons. Find's interessant. Was ist aus Scar und der Eisenthron geworden? Ja, das ist, wir haben zugestimmt, erst zu Eltern für eine Mission zu gehen. Wir sollen ins Hauptquartier des Eisenthrons ihren Bayers Tor einschmuggeln. Der Turm des Eisenthrons scheint nichts für Schwächlinge zu sein. Ein ziemlich verwirrter Händler namens Triadorn rannte mich fast über den Haufen, als er peinlich in Richtung Ausgang stürzte. Zum Glück wurde ich nicht verletzt und der Zusammenschluss verlangsamte den guten Mann so weit, dass ich ihn in eine hektische und kostspielige Unterhaltung verstricken konnte. Seiner gehetzten Aussage zufolge ist der 5. Stock des Turms die Basis irgendeiner kleinen fanatischen Sekte. Anhänger von Sarivok, wie es scheint. Es wird immer deutlicher, dass außer Gier noch etwas anderes hinter dem Eisenthron steckt. Da ist irgendetwas im Busch und ich muss das um alles in der Welt herausbekommen. Aber wir hatten doch eine Quest, Scar und der Eisenthron. Die ist irgendwie verschwunden. Auch gut. Wie ihr wünscht.
Heda! Willkommen in der Zitadelle des Eisenthrons. Was bringt euch hierher? Wir haben hier zwar nichts zu suchen, aber vielleicht verschaffen uns diese 100 Goldmünzen trotzdem Zutritt. Wir haben geschäftlich mit euren Anführern zu tun. Wir kommen gerade aus Sembia und sind euch der Chef, also wären wir euch dankbar, wenn ihr zur Seite tätet. Wir wollten uns beim Eisenthron verdingen. Wenn ihr uns nun sagen könnt, an wen wir uns wenden sollen, dann finden wir von uns schon zurecht. Wenn wir euch diese 200 Goldmünzen geben, würdet ihr dann keine Fragen mehr stellen und uns einlassen? Wir sind hier, um all jene zu töten, die sich zum Eisenthron bekennen. Wir sind hier, um uns zu verdingen. Wir brauchen keinen neuen Mitarbeiter. Verschwindet jetzt. Ah. Tja. Dein Pech, dass wir aber stärker sind als du.